Wo war ich stehen geblieben? Das ist ja so, dass so Leute wie ich einen Grund suchen, um in die Medien zu kommen. Und früher habe ich noch Leute umgebracht, Katzen überfahren oder so. Oder mich als Türke ausgegeben oder als Nazi oder alles auf einmal, was gut passt. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, Bücher zu schreiben. Kauft mein neues Buch. Zwischen den Gleisen heißt das Buch. Solltet ihr kaufen. Ich sag einfach, was ist, oder? Ich habe bis zum Arsch Schulden. Und es geht um die RAF, nicht mal um die Standardthemen. Ja, hallo, ich habe ein neues Buch geschrieben und das sollt ihr kaufen. Ich hasse das ja, wenn man erzählen muss, warum man ein Buch schreibt. Das ist so wie sich rechtfertigen müssen dafür, dass man kacken soll. Ich schreibe irgendein scheiß Buch so auf die Schnelle. Drastisch, brisant, historisch, markant, philosophisch, psychologisch, Liebesgeschichte, Porno, soziologisch, alles drin, so alles, was man reinpacken kann. Und dann gehe ich zu so einer Billigdruckerei, lasse es drucken und 14,95 ist ein angemessener Gegenwert für so wenig Arbeit. So heißt mein neuer Roman, in dem es um eine Liebesgeschichte geht. Ich lese mal vor. Mitreißend und direkt lässt der Autor, das bin ich, uns in die Köpfe der beiden RAF-Terroristen vor ihrer Erfassung durch die Polizei blicken. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber stimmt in etwa. Zusammenhangslos, zerstückelt, wahllos. Ein Liebespaar, und zwar nicht ein ganz normales Liebespaar, das sich auf der Straße trifft und dann kennenlernt und dann beschließt, zusammenzubleiben, sondern ein Terroristenliebespaar. Zwischen den Gleisen. Schönes Buch, habe ich mir viel Mühe gegeben. Kauft es bitte, mir zuliebe. Ah ja, und wenn ihr es nicht kauft, schert euch zum Teufel.